Wir haben ein anderes Spiel noch, was wir gerne zu dritt spielen wollten. Erstmal zu dritt. Wir spielen gleich noch Team Fortress zusammen. Und wegen zwar. Silbernitrat. Genau, mit Silbernitrat spielen wir eine Runde Wickland. Das ist relativ neu auf Steam, auch im Early Access. Und wirbt damit, dass es ein bisschen altes Quake 1, Quake 2 Gameplay beinhaltet. Und das wollen wir natürlich uns nicht entgehen lassen, beziehungsweise wir werden einfach mal ein bisschen das Game zeigen. Wenn einer von euch dieses Game auch schon gekauft hat im Early Access, dann darf er natürlich gerne joinen. Ich würde sagen, oh, da ist richtig was los inzwischen auf den Servern. Sollen wir auf Australien Sydney Streamline Servers Nummer 1 gehen? Nummer 1, ja. Da ist, ich bin noch nicht so weit. Ist noch 0 drauf, dann warten wir noch kurz. Wickland hat eine Besonderheit, und zwar sammelt man keine Waffen auf, sondern man sammelt Masken auf und verwandelt sich dann immer in die jeweilige Kreatur, die dann wiederum andere Waffen hat. Also es ist im Endeffekt so ein bisschen an den Haaren herbeigezogenes Extra-Feature, denn im Endeffekt ist es für dich im Gameplay nichts anderes, als du wechselst halt die Waffen. Aber es ist extrem schnell, sieht auch ganz nett aus, muss ich sagen. Ja. Bist du schon drauf? Bin auf dem Server, ja. Ah, okay, dann komme ich mal kurz mit in das Camp hinein und werde mal. So, wo muss ich hin? Multiplayer? Australien. Multiplayer wäre gut an sich. Multiplayer aus Sydney Streamline, ganz unten. Genau, ganz unten, der vorletzte war das bei mir. Sydney Kreuzchen 1, 2 von den Joint Camp. Genau. Ja. So, und das Ganze ist so ein bisschen Fantasy-mittelaltermäßig angehaucht. Ach, da seid ihr ja schon. Ja. Ihr habt alle mein Symbol, mein Emoticon. Ah, so. Und hier geht's jetzt auch richtig schnell los. Das Gameplay, oh, immer diese scheiß Webcam. Die Software von der Webcam poppt sich immer einmal kurz nach vorne und will Macht haben. Und die kriegt sie nicht. So, Silbernitrat und ich. Hey, irgendjemand hat mich angeschossen. Ja, ich. Was? Hä? Wieso spielt ihr schon? Warm-up und ich mache raus. Loading. Join the game. Ach so, warte mal, aber ich muss jetzt noch. Ah, jetzt bin ich dabei. Komm her, du Sau. So, den verstehe ich immer noch nicht. Oh, du wirst hier so blöde Granaten. Aber ich habe noch nicht meinen Lieblings gefunden. So, oben seht ihr jetzt sozusagen die verschiedenen Helden, die ich aufsammeln kann. Helden? Oder beziehungsweise Kreaturen sind das ja richtig, ne? Kreaturen. Und die haben alle unterschiedliche Waffen. Den hier, das ist mein Lieblingsheld. Hier, der hier. Boom, der Chain Gun. Naja, der, nee, mit dem Elektro-Ding. Wie wechsle ich die denn? Ah ja. Wo ist er quasi eine Art Chain Gun? Mega Held. Man stirbt nicht so schnell. Nee, man stirbt relativ lang. Es dauert relativ lange, bis man endlich mal stirbt. Boah, fancy, was hab ich denn hier? Ich weiß es nicht. Sagst du mir? Ja, ich habe lustige Waffen. Aber die sind so ein bisschen zeitverzögert. Ja, habe ich auch das Gefühl. Ich glaube, wir spielen auf einem Server Australien mit relativ großem Lag. Australien ist ja auch weit weg. Ey, nicht auf mich schießen! Einer ist gestorben. Was? Ich nicht. Ich habe einen erledigt. Glaube ich. Also echt? Mich nicht. Hä? Ich stehe noch. Vielleicht ist es ja so, dass da inzwischen noch andere drauf gekommen sind. Das könnte sein. Was war denn der da? Ach so, nee, das ist. Das ist so schnell, ey. Ja, es ist echt schnell. Aber es ist eigentlich ganz witzig. Ich glaube, wenn die noch ein bisschen weiterentwickeln, dann könnte es echt zum ganz lustigen Game werden. Vor allem, ich mag ja diese Mittelalter-Fantasy-Bereiche irgendwie. Die vermisse ich so ein bisschen in den heutigen Shooter-Spielen. Die sind alle so Science-Fiction. Oder? Ja, ja. Oh. Nicht? Aber ich sehe keinen mehr von euch. Doch, ich sehe einen, aber ich habe keine Schusswaffe. Problem. So, ah, da. Goldene Rüstung. Oh, schade. Hier kann man noch. Ah, da seid ihr. Ah, aua, 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 aua. Ey, ah, nee. Oh, bist du das hier? Ah, nee. Ich bin auch leer. Was gibt hier so geile Portale? Abhau-Dinger. Ich renne, glaube ich, gerade in meinen. Ich habe immer noch nicht den verdammten Gorilla gefunden. Wo ist der eigentlich? Hat den schon jemand gesehen? Wow. Oh, jetzt. Ah, nee. Ach so, weißt du, warum man nicht so schnell stirbt? Warum?
weil man dann den Charakter einfach wechselt. Man ist mehrere Figuren. Du musst erstmal alle platt kriegen. Ah, ja. Ich habe einen neuen gefunden. Kann das sein? Ich das bin heißt, mir nicht so ganz sicher, tatsächlich. Ja, weil ich bin gerade nicht so richtig gestorben irgendwie. Basiert auf jeden Fall auf dem. Einen habe ich. Ja, das war ich. Danke. Ah, jetzt, ich habe die Railgun gefunden jetzt inzwischen. Unangenehm. Habt ihr den Trailer gesehen vom neuen? Von welchem? Vom neuen Star Wars natürlich. Nee. Ja, der Trailer vom neuen Star Wars ist rausgekommen. Letzten Freitag. Nee, noch nicht. Und ist das wieder so eine CG-Schlacht, wie man die hat gar nicht Lens möchte? Das ist ja von JJ. Lance-Lehr-Massaker. Oder? Ich muss mich gerade konzentrieren, aber wir haben echt einen tierischen Lag gerade, ne? Von mir geht's. Also ich schieße meine kleine Waffe hier ab und dann dauert es irgendwie eine halbe Sekunde, bis man da die Auswirkungen sieht. Gut, man darf nicht vergessen, der Server steht um die halbe Welt, also ist quasi der maximal weit entfernteste Server. Warum haben wir den dann genommen? Das wäre jetzt meine Frage. War schon leer. Der war leer, genau. Die anderen waren alle voll gerade. Dammit. Aber bisher habe ich jetzt nur einen umgebracht. Aber mich hat wenigstens noch keiner umgebracht. Ja, das wird ein langes Spiel, liebe Community. Es war's heute mit Team Fortress. Nein, das können wir dem Tibbeni gerade nicht antun. Nee. Der hat extra so frei gefreut. Gemacht heute. Der hat extra frei genommen, ja. Ah. Habt ihr diese komische Schlange mit den Augen verstanden? Nee, gar nicht. Den macht man wenn man da drückt, aber ich weiß nicht, was es bringt. Oh, der hat eine Shotgun. Da gurgelt auch einer rum. Ich hab hier keine Munition mehr anscheinend. Das ist natürlich unangenehm. So. Also ein bisschen Leck habe ich, das stimmt. Ein bisschen? Das ist ein Witz. Oh, ich hab die Ratte gefunden. Ah nee, doch nicht. Laufen geht gut und schnell. Ja, das ist aber, das hängt von dem Code, mit dem Code zusammen, wie der Multiplayer dort funktioniert. Ja, so ist das nämlich. Und sie haben noch keine Musik, fällt mir jetzt gerade auf. Stimmt. Boah, Alter, ich habe alles leer gemacht. Du stehst angeblich immer noch. Immer noch, ja. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass du hinter mir bist auf einmal. Oder ist das der Silbernitrat? Kann das sein, dass der Typ hier unsichtbar wird? Der Augenmann. Ja, genau, der Augenmann wird unsichtbar, wenn du das machst. Ah. Wo bist denn du gerade? Lass es mal ausprobieren. Ich bin jetzt in der Mitte, da wo man den ja, Dings trifft. So, pass auf, jetzt löse mal aus. Ja, Ich bin unsichtbar. Ah, du bist jetzt hier so eine kleine Qualmwolke bist du jetzt. Das heißt, man läuft hier so rum. Oh, jetzt versuch ich mit Nahkampf, weil der hat nämlich sein rechter Mausklick ist ja Nahkampf. Das wird nix. Das wird nix, irgendwie stirbt hier keiner. Nee, das wird nix. Das liegt aber, glaube ich, echt so ein bisschen an dem Lag von dem Server. Was haben wir denn für Ping hier? Ich kann's nicht sehen. Ich hab den Postel auch noch umlegen können mit Jetzt hat mich noch einer umgelegt. Ja, Sergeant Truppel killt Ossel. Yes. Mit Granaten geht's. Aua. Geht's mir gerade ganz, ganz übel schlecht. Ist recht. Ja, ich habe nur noch 74. Ja, total schlecht geht's dir dann aber. Ich würde sagen, ich spiele heute wieder mal ausnehmend gut. Außergewöhnlich gut, so. Ich dachte, dass ich hier ganz schön viel rumballere, sterbe hier so wenig, finde ich. Mir geht's auch total schlecht, ich habe nur 77. Ja, ich glaube, die Silbernitrat geht schlechter. Wie der läuft gerade. Ich meinte das auch nicht ernst. Nein, die krieg ich. Komm her. Oh, ich hab nichts mehr. Bombenhager. Frag mich, wenn man den gleichen Typen, den man eigentlich schon hat, nochmal aufsammelt. Man dann auch wieder neue Muni kriegt. Genau. Kriegt man. Jawoll! Sergeant Rubble killt Silbernitrat, damit sind wir hier am Ende angelangt, weil ich 2 Kills gemacht habe und die alle nur einen. Ich würde sagen, hier ist bevor irgendjemand hier kommt und mich jetzt mach ich den Silbernitrat nochmal fertig, das wäre so geil. Ja, das bin ich. Achso. Aber du bist ja abgehauen, du Sack. Nee, bin ich gar nicht.
Du bist abgehauen. Da steht aber nicht drüber, wer das ist. Ne, du bist, ich bin hinter dir. Man merkt jetzt, wenn er stirbt. Leer. Seid ihr jetzt alle raus? Ja. Alle raus. Nein. Ne, noch nicht, aber ich bin abgehauen. Ich hab nur noch einen, aber dann geb ich, oder? Dann bist du vielleicht auf einem anderen Server. Weil du schlecht für uns warst. Ja, das kann man. Na gut, haben wir genug gezeigt von diesem Spiel. Wollen wir uns mit der Community duellieren? Was hat ihr davon? Das? Ah, jetzt habe ich auch meinen umgelegt. Wer war denn das? Ja, ich nicht. Ich vielleicht. Ich habe es nicht mehr gesehen. Vor allen Dingen Silbernitrat killt Silbernitrat, stand hier gerade. Ja? Ja, aber weil er rausgegangen ist wahrscheinlich. So. Ah, gut, so oder so, ich nehme euch jetzt alle mit in mein Bettchen. Sagt jetzt das schon. Hexenvibe. Das Hexenweib will mich mit in ihr Bettchen nehmen. Das finde ich aber gut. Sollen wir noch ein bisschen Rainy Mood machen? Den zweiten Teil von der Geschichte? Ja. Aber jetzt musst du mal ins Auto gekommen. Musst mal ernsthaft jetzt machen. Ernst? Ja, du musst das mal ernst jetzt machen. Mal gucken. Wieso muss das ernst sein? Rainy Mood. Ich kann das selber Nitrat. Ich muss jetzt was anderes vorlegen, was anderes melancholisches spielen. Das wird gar nicht so einfach. Ich hätte auch eigentlich keinen so schlechten Tag, wenn ich mal ehrlich bin. Ich kann was aus meiner Diplomarbeit vorlesen, die ist traurig. Ja, das mit Rainy Mood zusammen, das wird bestimmt super. Kann mal gerade mir eine App runterladen mit meinem neuen Telefon vielleicht. Und dann? Noch mehr Rainy Mood. Dann spiele ich da etwas dazu. Ich würde sagen, aber Gitarre, akustische Gitarre und Regen gehen super zusammen, oder? Xylophon. Xylophon. Mittels der Röntgenbeugung lässt sich die Struktur eines Kristalls bestimmen. Ein Röntgenstrahl durchdringt den Kristall und wird an den vorhandenen Elektronen gebeugt. Die Wellenlänge des Strahls liegt dabei im Bereich interatomarer Abstände, ca. 100 Pikometer. Weiter. Nicht aufhören jetzt, Silbernitrat. Hör bloß nicht auf. Mit dieser Methode lässt sich ein dreidimensionales Bild der Elektronendichte innerhalb des Kristalls erzeugen. Reiß dich zusammen, du darfst jetzt nicht lachen. Aus dem man die mittlere Atomposition, die chemische Bindung wie auch eine eventuelle Umordnung der Struktur erhalten kann. Kristalle besitzen ein regelmäßiges Atomgitter, an dem der Röntgenstrahl elastisch reflektiert wird. Die meisten der reflektierten Strahlen löschen sich wieder gegenseitig aus. Nur in ein paar bestimmten Richtungen kommt es zu einer konstruktiven Interferenz und somit zu einem messbaren Reflex. Okay, danke, das war gut. War super. Sehr gut. Hat man mich eigentlich auch gehört? Ja, sehr laut sogar. Oh, das tut mir leid. Ah, jetzt muss ich aber noch ganz kurz was holen. Das habe ich vorhin vergessen. Moment, jetzt bin ich gleich wieder da. Ich kann mal meine Kamera wieder richtig hinrücken. Moment. Spielen wir jetzt was? Ja. Ich mache schon mal Team Fortress auf. Das kann nicht schaden, ne? Nee, darunter muss man den Server so anlegen. Da bin ich schon wieder. Und zwar habe ich ja tatsächlich im letzten Livestream, im 100, in der Folge 100... Willst du noch was mit erzählen? Nee, weil dann male ich noch ein bisschen weiter. 99. Habe ich tatsächlich davon erzählt, dass ich einen Pferderoman geschrieben habe? Nee. Im Folge 99 bei LPT. Und daraufhin habe ich mit meiner Mutter telefoniert und habe gefragt, ob sie den noch hat. Und sie hatte. Geil. Deshalb kann ich jetzt schon mal ankündigen, demnächst gibt es wieder eine Lesestunde von Anja und Babdani. Oh. Ja, dem Pferderoman komplett mit Illustration. Ja, hier zum Beispiel. Toll gemalt. Ich als, ich glaube, 9-Jähriger, 8-Jähriger. Hier, ja. Das typische verletztes Pferd im Wald Bild. Ja, so. Dieses Machwerk, liebe Leute, werde ich irgendwann mal demnächst zum Besten geben. Würde ich mal denken. Ein lächtlicher Ausflug. Und ich werde 100% auch wieder Rainy Mood dazu packen, denn es passt so gut.
In rosa. Ich habe noch eine Version gefunden, tatsächlich bei mir, auch noch in grün. Wir haben mehrere Versionen davon gemacht. Meine Mama und ich. So sieht's aus. Jetzt do something completely different. Ja, was höre ich denn da? Verzeihung. Ich find das von ihr so gut am Ende. Muss man nochmal anhören. Na, was höre ich denn da? Verzeihung. Großartig. Geil. Sehr geil. So, wir wollten ja noch eine Runde Team Fortress spielen. Der Silberbetrag. Eine. Ja, vielleicht auch zwei. Ja, mal gut, gucken. Zwei. Mal gucken, wie artig du bist. Dieser Sound. Ich finde das so ein genialen Sound, dieser Valve Musiksound, dieses Anklingen von zwei Gitarrenseiten. Also jetzt spielen wir das auch endlich. Jetzt zeigst du nicht noch 200 Sachen oder? Nee. Ich würde jetzt auch jetzt spielen dann auch. Das war nett. Hier, Team Fortress. Und zwar mache ich einen Server auf mit, wir hatten gesagt, Payload. Payload. Hast du da eine... Ja, machen wir Gold Rush oder sowas. Gold Rush als Einstieg. Ne? Ja, genau. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr... Dammit. Jetzt habe ich schon wieder gestartet, obwohl ich das gar nicht wollte. Aber es könnte sein, dass es trotzdem richtig ist. Also... Der Sound ist Hammer, sagen hier auch El Pollo Diablo. So, jetzt mal gucken, ist das jetzt richtig hier, was ich gemacht habe? Oder habe ich das jetzt schon wieder falsch gemacht? Fortfahren, Film überspringen. So, kann ich jetzt hier irgendwie sehen, wie der Server heißt? Ja, Sergeant Rumpel heißt der Server, oder? Ich guck mal, ob ich jetzt aber bei dir joinen kann mit rechter Maus. Das Server. Ich habe eine IP-Adresse. Server is not responding right now. Aber ich könnte euch... Machen wir Show Servers gerade, oder was? Laden uns mal ein. Ja, ich versuch's gerade. Über Steam, Mann. Wieso? Alle Freunde, da müsste ich das mal machen. Aber wenn ihr schon nicht joinen könnt, dann kann ja auch kein anderer joinen wahrscheinlich, oder? Hast du vielleicht eine fette Firewall an? Ja, das könnte natürlich sein. Ich habe noch überhaupt gar keine Anstalten gemacht zu joinen. Ich weiß überhaupt gar nicht, wohin mit mir. Wohin mit dir? Du kannst ja doch auch... Ja gut, dann kann natürlich jeder rein. So, ich habe dir eine Einladung geschickt. Versuch mal, ob du reinkommen kannst. Ja. Mir auch. Ja, ich habe euch beiden eine geschickt. Was? Tatsächlich. Und? Ja, Server is not responding. Ja, dann haben wir ein Problem mit meiner Firewall. Das ist ja super. Machst du mal einen auf, Silvi? Silvi, machst du mal einen auf? Ich probier's mal. Das wollten wir eigentlich nämlich noch versuchen und testen, aber das haben wir nicht mehr geschafft vorher. Ja. So, was war die ganzen zu erledigenden Sachen? Goldrush. Kein Singen im Chat. Wie soll man denn im Chat singen? Das geht doch gar nicht. Wie viele Spieler? 24 ist okay, gell? Ja, Maximum. Du hast eine gute Leitung. Die ist eigentlich ganz gut. Mal Start. So, probiert doch mal. Passwort ist SGT Rumpel. Ey. Nee? Achso, ich habe dich eingeladen. Ich soll ja bei dir joinen, ne? Ich kann aber deinem Spiel nicht beitreten. Loading Resources. Achso, du bist noch gar nicht full online. Sagst du uns dann Bescheid, wenn du online bist? Sagst du Bescheid? Ja. Habt ihr das überhaupt jemals schon gespielt, das Spiel? Ja. Ja? Ey, ich habe das schon mal gespielt, ja, aber. Hat einer mehr als 1% Achievements? So, jetzt probiert mal zu kommen. Ja. Spiel betreten wurde jetzt hier. Der Server antwortet nicht. Das ist ja super. Ja. Passt ja, das funktioniert ja einwandfrei, hör mal. Ast und rein. Was ist, wenn wir auf einen leeren Server gehen? Gibt ja genug. Ja. Dann machen wir das so. Dann such einen Show aus. Server, was, ja? Ich joine und dann müssen wir ansagen. Gut. Sind das die Ägypten, Steel, George? Dust Bowl, Egypt, George, währenddessen, Dust Bowl. Wenn du einen raussuchst, könnte ich ja nochmal ein kleines Philosophie-Thema anschneiden. Was hältst du davon? Das ist doch sehr schön. Aber ich habe hier nur Server, wo welche drauf sind schon. Nee, ich suche hier gerade leere Server. Du hast wahrscheinlich was eingeschaltet da unten.
Server has user playing zum Beispiel. Was? Warte mal, also Servers? Eine schöne Frage hier. Ach so. Achtung, seid ihr bereit für Philosophie? Ja. Cut 80, bedeutende Frage an das Livestream-Team. Warum wird eine Ehe oft als bindender empfunden, als gemeinsame Kinder in die Welt zu setzen? Kann etwas wirklich verbindlicher sein, als deine DNA mit einem anderen Menschen zu mischen? Also die Frage nach Ehe oder Kindern. Jetzt. Die Frage ist aber tatsächlich, ist es tatsächlich noch so? Ich glaube, das kommt sehr auf die Kreise an, in denen man sich bewegt. Ich glaube, es gibt einige Kreise, da ist ein Kind wirklich bindender als eine Eheschließung. Ja, sei es jetzt christlicher so. Oder staatlicher Art. Habe ich so das Gefühl auf jeden Fall. Ich habe einige Freunde, die sind nicht verheiratet, haben aber Kinder. Mhm, ja, ja. Kennt ja. man also schon? Ja, kennt man schon. Und also seht ihr das beide auch so? Du auch? Ja, tatsächlich, ja. Ich war noch hier mit Serversuchen beschäftigt und habe noch keinen vernünftigen gefunden. So, nochmal. Ich bin heute nicht multitaskingfähig, du musst mir ja die Frage nochmal stellen. Aber sonst ja schon. Sonst schon, aber ich vorhin musstest du schon lachen und Diplomarbeit vorlesen, das ging auch nicht. Das ging gleichzeitig. Also, nein, ich glaube, der Trend, der, ach so, ja, lies die Frage nochmal vor, ich würde aber trotzdem antworten schon mal vorweg. Warum wird eine Ehe oft als bindender empfunden, als gemeinsame Kinder in die Welt zu setzen? Ach so. Ist das so? Würde ich jetzt als erstes mal fragen. Ich glaube nämlich auch tatsächlich, das wäre das, was ich jetzt dazu gesagt hätte, dass der Trend tatsächlich eher dahin geht, nicht zu heiraten und ein gemeinsames Kind zu haben. Also da kenne ich hier tatsächlich auch einige. Aber ich kenne auch die Klassiker-Typen, die sagen, komm, lass uns mal hier zusammen heiraten. Zusammen also heiraten? Ja, lass uns mal zusammen heiraten. Wäre ja auch blöd irgendwie. Ja. Also ich kenne beides und ich glaube, es hängt wirklich sehr davon ab, wo du gerade bist und in welchen Kreisen du dich so aufhältst, wo halt gerade das eine oder das andere. Zum Beispiel, ich glaube, in Kreisen, die sehr gläubig sind, glaube ich, ist die Ehe schon was sehr, sehr Verbindendes. Und ich glaube, generell muss man natürlich sehen, dass die Institution Ehe auch etwas ist, was durch den christlichen Glauben wiederum kommt. Und die Involviertheit der Kirche in Sachen Eheschließung ist ja auch nicht von ungefähr. Die und immer noch sehr präsent tatsächlich, auch wenn es eben staatliche Interventionen gibt, Gott sei Dank. Ne? Also man muss ja staatlich heiraten. Man kann staatlich und nicht kirchlich heiraten, man kann nicht kirchlich und nicht staatlich heiraten. Das geht nicht. Aber trotzdem wird eben dieser Ja-Spruch, ich glaube, das ist aber eine psychologische Sache tatsächlich, der Ja-Spruch oder das Eingehen einer Ehe bedeutet ja, wenn du das gemacht hast, auch für dich selber psychologisch, ja, ich bin jetzt tatsächlich bereit für Eheschließung und will das auch so. Und insofern ist das, glaube ich, insofern bindender. Ich glaube, ein Kind, da kann das schon mal schneller passieren, dass man aus Versehen etwas produziert, was man vielleicht gar nicht so vorgesehen hat, oder? Kann man das nicht so sagen? Ja. Es sollte nicht so sein, aber es ist, glaube ich, häufiger so. Dass ein Kind kommt und man dann die Sache zusammen ziehen muss? Ja, dass man halt dass man anfängt, also man bekommt ein Kind, man ist in einer Beziehung, sag ich mal, nicht verheiratet in der Beziehung und dann plötzlich, hoppla, wir sind schwanger geworden. Ich glaube schon, dass das vorkommt. Ja, das kommt vor. Und nicht aber wie gesagt, ich kenne auch Leute, die haben nicht geheiratet und haben das mit dem Kind trotzdem gemacht. Soll ich eigentlich mal den Server sagen? Ja, bitte, ab jetzt bitte den Server sagen. Ich kann ihn auch nochmal... EU-SAF-Sandwiches mit VA Forever. Oben links sieht man das unter dem Blue. EU-SAF-Sandwiches are forever. Aber Sandwiches falsch mit einem V geschrieben. Mit einem Vogel-V statt mit einem Werner-V. Aber es leckt ganz schön, kann es sein? Ja, es leckt total. Aber das war hier schöner 30er-Ping, habe ich theoretisch. Hast du einen total tollen Welches Server Team seid ihr denn reingegangen eigentlich? Ich bin rot. Bei mir hängt das jetzt total. Connection Problem, Auto-Disconnect in 23 Sekunden. Hätte ich ja, mal okay. schön... jetzt geht's wieder. Franzi! Jetzt geht's wieder. Franzi ist schon da. Aber es leckt trotzdem immer wieder zwischendurch. Ich glaube, das ist kein guter Server. Nee. Wir haben kein Glück mit Lagging heute, kann das sein?
Gut, dann gehe ich wieder raus und mache eine nächste Philosophiefrage. Wir machen einfach so lange Philosophie, bis der Simulator einen Server gefunden hat, der funktioniert. Mission startet in 30 Sekunden. Was soll man da sagen? Verbindung trennen. So. Oh. Bei mir fährt der Rad in der Luft. Das sieht sehr lustig aus. Also hier, das wüsste ich jetzt aber auch nicht. Mal gucken, ob ihr darüber... Seid ihr Weintrinker? Ja. Nee, nicht so richtig. Vielleicht weißt du das, Silbernitrat. Vielleicht. Vanillein-Keks schreibt, ich habe eine Frage zum Thema Wein. Ich sitze gerade nämlich in der Berufsschule und so und lerne darüber. Also, warum muss man Rotwein dekantieren, Weißwein aber nicht? Das ist eine interessante Frage. Ist denn der Herstellungsprozess zwischen den zwei Weinen irgendwie... Ja, das eine ist halt gefiltert. Anders? Ja, Rotwein ist quasi in Anführungsstrichen ungefiltert. Rotwein ist ungefiltert, das ist ja schon die Antwort auf deine Frage. Wenn das ungefiltert ist, dekantieren ist ja nichts anderes als, als filtern, oder? Ja, aber ich glaube, meinte sie nicht mit dem Dekantieren dieses in dieses große Dekantergefäß bringen, damit er atmen kann und so, sagt man doch immer. Gut, gibt es beim Weißwein eigentlich auch ein bisschen. Das Atmen? Huch. Ja, dass der Wein quasi an die Luft muss, um richtig gut zu schmecken. Tja, also ich weiß nicht, ob das bei Weißwein ist, so auch so ist. Bei Weißwein, der kommt doch in den Kühlschrank. Zum Beispiel schon mal. Also Weißwein trinkt man schon mal kalt. Und zum Fisch. Und zum Fisch. Und Rotwein zimmertemperiert. Und das weiß ich noch. Zimmertemperatur und das eher zu Fleisch und sowas, ne? Und bei uns ist gerade Telefon. Kann ich da mal gerade dran gehen? Werde ich warten. Also, tatsächlich, liebe Vanillein-Keks, ist es so, dass das Dekantieren vom Weißwein durchaus auch in der Tradition vorkommt. Und es gibt jetzt immer mehr Leute, die dieser Tradition wieder neu frönen, weil sie feststellen, dass das Dekantieren von Weißwein durchaus auch seine Berechtigung hat. Wie es hier zum Beispiel gerade in einer der Seiten in Google zu finden ist. Also, doch langsam, aber sicher setzt sich die Erkenntnis durch, dass die alte Tradition gar nicht so unsinnig ist. Hochwertige, gehaltvolle Weißweine werden inzwischen wieder häufiger dekantiert. Insofern... Weißweine werden wieder öfter dekantiert? Na denn? Ich glaube, ich habe übrigens was. Das hoffe ich doch. Wir haben jetzt ja gerade die Frage beantwortet.